In dieser Folge unseres Restaurationstagebuchs sind wir auf Teilejagd und brechen das Gesetz. Kleinanzeigen ein Stäbchen gefunden. Also eigentlich bis auf eine Rohkarosse fast alles. Und Scheinwerfer und Motor, Scheinwerfer, Rückleuchten, alles dabei. Also wer noch Teile braucht, wir haben günstig was abzugeben. Wir haben nämlich eigentlich viel zu viel und gar keinen Platz. Aber für den Kurs mussten wir einfach alles mitnehmen. Wir befinden uns jetzt auf der Fahrt ins schöne Nordrhein-Westfalen, in das Örtchen Delbrück. Und da holen wir jetzt ordentliche Ladung Rekordteile für schmale Kasse. Schneller als zurück. Das kann man nur festhalten. Da war der Frank, hieß er, ne? Frank. Der Frank, der hatte sehr schön E-Rekord auf E2. Da können wir uns eigentlich ein Bild, wie sagt man das? Kurze Scheibe von abschneiden? Auch nicht. Da kann man sich ein Beispiel dran nehmen. Genau. Auch wieder fertig gemacht alles oder so erhalten? Ja, den habe ich 98 gekauft mit dem leichten oder ja, mit dem Frontschaden. Hat er 57.000 runter gehabt und ist halt immer irgendwie so, dann ist mal ein 2-2er reingekommen und dann jetzt ein 3 Liter und... Siehst du, passt rein. Zum Motor habe ich auch noch rumliegen. Muss nur der Kühler ein Zimmer weiter nach vorne. Mhm. Oder den Viskolüfter weg und den E-Lüfter vor. Halte ich nichts von. Fahre ich immer da auch, geht. Ja? Ja. Über den Thermoschalter, ja. Passt rein. Der Dom hat halbwegs gut und die andere Seite habe ich, ich glaube, ich habe sogar beide Seiten geschweißt. Also da ist auch dann irgendwie, ich habe dann auseinander gehabt, als der Motor raus war und dann festgestellt, so, der ist doch gar nicht so gut, wie ich dachte. Jetzt stellen wir uns jetzt auch mal weiter vor, also wir bauen immer ein bisschen was ab und dann... So, Schlossbrücke ist neu. Gut, die war jetzt nur außen weg, aber die gab es halt für halbwegs Geld bei Classic Parts. Ne, schönes Ding, ey. Wollen wir tauschen? Touring Sondermodell, überleg dir das. 1,8 Liter. Sehr schön. Diese Zahnriemenautos machen mir immer so ein bisschen suspekt. Ja, das stimmt. Clemens, kann man mit anfassen? Schreit er schon wieder. Schreist er schon wieder? Ja. Kannst du nichts alleine? Nein. Dann ist sie mit auf der Seite mit anfassen. Fahren wir mit dem verladenen Anhänger, Spuleladen schlecht gesichert, auf einen Sonntag, wo wir nicht fahren dürfen. Hier, Kraftstoffpumpe, ne? Aber die Polizei ist ja schon hinter uns her gefahren, also ja. Von daher. Das ist ja gar kein Lederlenkrad. So, Aufladen ging auch sehr schnell. Und haben wir verzurrt und dann ging es auch los. Gen Heimat. Genau. Das vorbeigefahren ist und so ein bisschen gemustert hat, aber dann doch von uns abgelassen hat,
hat uns dann auf dem Rückweg der Polizist dann rausgewunken und ja. Die Lippen gelesen, genau. Moin! Tag! Verkehrskontrolle, Führerscheibe, die Fahrzeugscheibe. Jo, kommt sofort. Und die sind da drauf? Kfz-Teile. Das sind vier. Warum fahren Sie heute durch die Gegend? Weil. Wieso? Weil wir Werk. Sonntag. Wir fahren hier einen LKW mit Anhänger. Das weiß ich nicht. Das dürfen wir nicht. Ist doch gut. Und jetzt? Ist auch eigentlich ein Pick, oder wie ist das? Wie kommt. LKW. Oh, da habe ich jetzt gar nicht reingeguckt. Ist immer der LKW. Ja, okay, gut. Aber ich darf weiterfahren. Okay. 10 Uhr heute Abend können wir weiterfahren. Jetzt nicht mehr. Okay. Auch nicht auf Landstraßen. Das Fahrverbot gilt auf allen Straßen, nicht nur auf Autobahnen. Ne? Okay. Dann dürfen wir uns hier noch einen schönen Abend verbringen. Und wir mussten dann ungefähr 6 Stunden warten. 6 Stunden warten. Weil Sonntagsfahrverbot geht bis 22 Uhr. Also mussten wir bis 22 Uhr warten und dann konnten wir die 3-stündige Heimreise dann noch circa antreten und war dann etwas später als geplant. Genau. Jetzt müssen wir noch 15 Minuten warten, dann ist es endlich 22 Uhr. Dann können wir die Heimreise antreten. Nach unserer schönen Zwangspause. Von 6 Stunden. Ja, wir haben es ja schon angedeutet, das dicke Ende kam zum Schluss. Deswegen haben wir jetzt mal eine Rechnung aufgestellt, dass wir so insgesamt an Teilen, was wir insgesamt für die Teile bezahlt haben. Und fangen wir mal an. Ja, Teile waren 120 Euro. Das war ja wirklich ein Schnapper für die Sachen, die wir bekommen haben. Teilepreis 120 Euro. So. Ja, dann hatten wir noch 80 Euro an Sprit. Spritkosten. Sprit 80 Euro. Transporter haben wir ja von meinem Vater bekommen. Da haben wir nichts für bezahlt. Da haben wir nichts für bezahlt. Super nett. Und ja, dann gab es ja noch irgendwie ein kleines Boostgeld von der Stadt Herford. Da waren wir so bei 750 Euro. Das war nicht ganz einkalkuliert. 750 Euro. Macht, summa summarum, Kopfrechnung. Eben mal kurz 950 Flocken. Das habe ich noch nie so durchgerechnet, Alter. 950 Euro. Dafür hätte man, weiß ich nicht, 2 Schlachtrekords kaufen können vielleicht. Also wer jetzt bei uns Teile kauft, die sind extra teuer. Ja, also wir müssen das ja wieder reinholen. Genau. Ja, doch. Nee, aber wenn noch jemand Teile braucht, auch aus dem Forum. Ich hatte so gedacht, eine Tür irgendwie 15 Euro oder was vielleicht. Scheinwerfer 10. Ja, Scheinwerfer weiß ich nicht, ob wir da welche über haben, aber... Türen haben wir über, Heckdecke haben wir über, wirklich für schmale Kasse oder so. Am besten einfach mal anschreiben und dann mal gucken, was wir brauchen. Wahrscheinlich braucht eh keiner was. Frank hat uns damals schon erzählt, er wollte den Teil eigentlich auch einzeln verkaufen, aber er wollte keine haben. Gut, dann nicht. Dann lassen wir sie oben im Laden. Aber ja, Leute, das war die 3. Folge HallenTV, unsere glorreiche Teile-Hol-Aktion. In der nächsten Folge machen wir wieder Blecharbeiten. Da sind wir beim Schwellarbeit, trennen ihn komplett raus und setzen ein neues Reparaturblech und müssen doch da im Schweller noch ein bisschen was anpassen, ändern oder erneuern, sagen wir so. Und vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und tschüss. Wir sehen uns.